Ja, hallo, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji, Days of the Blades. Ich hab schon wieder gesagt, Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir endlich mal die Maske erledigt bekommen, sehr gut. Und ja, wir erkunden jetzt weiter mit Benkei und Shizuka, die wir jetzt steuern. Ja. Ja, wir haben ein, zwei Räume schon hier geklärt. Wird schon, weiß ich nicht. Irgendwie vorankommen. Benkeis AP wurden wieder ein bisschen erhöht. Fand ich gut. Weil ich es gemacht habe, ja. Shizuka macht erstmal alles hier kaputt. Ja, gehen wir mal nach rechts. Sieht irgendwie, weiß ich nicht, verdächtiger aus. Okay, hier scheint noch nichts zu sein. Was ist denn da unten? Nichts. Oh, geil. Darauf hätte ich vielleicht aufspringen sollen. Egal. So, jetzt komme ich auf der anderen Seite, oder was? Ah, jetzt bestimmt irgendwie so ein... Ja, ich wusste. Bams! Ja. Schön. Weil uns nichts gebracht, das haben wir nur eine Abkürzung geschaffen. Super. Und statt jetzt da runter zu fallen, kann ich jetzt auch einfach die Dinger benutzen. Warum? So, neue Gegner. Oh ne, auch noch die. Warum explodiere ich bei jedem Schuss, den ihr abgibt? Was soll das? Jetzt noch ein Knall. Ah! So, nächster Band. Aha. Nein. Ich wollte nur eine Explosions Ding an dir heranpacken. Genau das. Da wollte ich den machen. Bams. So, ich wusste jetzt, irgendwo ist einer. Der eine Typ hat schon wieder neue gerufen. Leck mich am. Du verreck. Jetzt gerade neue. Boah. Hat der neue Bogenschützen geholt. Kriegt die Krise. Ich brauche Punkte, auch wenn ich schon alle Waffen fast auf Maximum habe. Also gib mir die, Mann. Gib mir's. Ah, sehr schön. Die Attacke war auch sehr schön. So. Ah, sehr schön. Warte mal. Ah, ich wusste es. Die Dinger kannst du echt kaputt machen mit Benkei. Sehr schön. Ah, okay. Ich glaube, sollten wir mal zurückgehen. Vor allem, weil Shizuka sowieso wieder am Boden ist. Ah, nicht am Boden, aber was? Warum sind wir schon wieder neu aufgetaucht? Na, warte dir. Komm, wir spielen, da ist direkt einer wieder aufgetaucht. War auch noch so einer. Einfach, was ist das für einer? Kenne ich den? Weil ich jetzt hier am dem Eingang war, oder was? Wenn ich jetzt von der Seite gekommen wäre, oder wie? Boah. Ja, Spinne. Verpiss dich. Ma. Einfach wild um sich schlagen. So, da ist... Teufel, wie er sich auf der Karte bewegt hat. Hi, na? Kann auch stechen. Boom. Oh, das ist noch ein Schrank. Geil.
Lasse mich den Schrank. Okay, keine Ahnung. Solche Sachen passieren manchmal. Was? Wieder Schrank ist unzerstörbar. Wie? Ich kann den nicht kaputt machen. Wie überhaupt jetzt? Ne, von da kam ich, ne? Nee, was? Von da kam ich doch, oder? Was? Nö. Zack und zack. Oh Mann. Wieder viel zu viele Gegner. Ja, und Shizuka ist schon beinahe tot. Er ist schon beinahe tot. Das ist richtig geil. Wie können die ihn so schnell denn kaputt hauen? Er hat 3000 AP. Er hat beinahe doppelt so viel wie Shizuka, glaube ich. Na, Mann. Mal eben so. Mal so daneben. Da komme ich einfach so. Bams. Oh, jetzt wieder was. Yay. Können aber ruhig mal irgendwie so Heilungen hinterlassen, ne? Also so Heilorbs, nicht Gegenstände zu meinen. Ma. Aber ganz schön knausrig hier. Kann ich irgendwo hoch? Ne. Dann nicht. Ich muss sowieso nochmal zurück zum Heilen. Und ich muss die Schränke kaputt hauen. Könnte ja auch irgendwas sein. Hier. Nein. Sehr gut. Dann gehen wir mal einen anderen Weg entlang, würde ich sagen. Warte mal, ich habe Schränke. Wie? Bestimmt ja, den kann ich kaputt machen. Bams. Bams, jawohl, Geistwasser, das ist gar nicht mal so schlecht. So, nach oben kann ich gehen, ne? Na, ich gehe lieber zurück und heil mich. Wenn das hier ein paar wieder unnötig lang zieht. Besser als wenn ich das Ganze noch mal machen muss. Auch wenn ihr nichts davon habt, weil ich das dann auf Screen machen müsste, aber trotzdem. Ach so. Zack. Na schön. Und bam, speichern. Uiuiui. Wäre das Spiel auch so schwer, wenn man auf normal spielen würde, ganz ehrlich. Weil ich habe ja ganz schön Probleme. Ich will jetzt sagen, ich bin auch nicht so eine Person, die jetzt viel so Hack and Slay spielt. Ich habe ja so ein oder andere Devil May Cry und Ninja Gaiden gespielt, aber trotzdem. Ich gehe doch ganz schön auf die Fresse. Das Part für Part. Ich glaube, P haben wir überhaupt, also 3200 und 1200. Er hat wirklich fast dreimal so viel AP wie Shizuka. Warte mal, sie hat nur 1200? Ma, Shizuka. Wie viele Dinge habe ich denn schon gegeben? Viel? Verdammt. So, ach. Jetzt kommt doch noch sowas. Warte mal, da unten war ich, ne? Oder? Ist da vielleicht irgendwas? Oder da? Bisschen blöd, dass die Kamera nicht dahin schaut. Na, ist da irgendwas? Ich weiß es doch. Sollte mich vielleicht konzentrieren, das Ding dazu erreichen.
So, jetzt aber. Ich krieg grad nicht, was? Wo muss ich das so treffen, was? Ha. So, geklappt, Mann. Ja, da war nichts am Leuchten, also nehme ich mal an. Mann, ich muss da nicht hin. Sollen wir irgendwelche Schützen? Nein, okay. Bam, ich sterbe alle. Ah. Soll ich schon wieder eingehen? Komm mal her. Der ist doch echt irgendwie nur als Bodyguard für der, da kann das sein. Mal sind diese kleinen Viecher auch noch hier. Ah, sehr gut. Piss dich! Da hab ich ins Gesicht getreten. Mal sind ja nur diese Viecher am rumfliegen. Alter! Wieder eine Typ mich hier fertig machen. So. Hab ich diese Viecher hasse, ne? Die halt. Die hält mehr Schläge aus. So. Die Shizuka kann wieder alles kaputt machen. Nehmen wir an, mit dem Ding kommen wir da gleich raus. Den wir auch irgendwie unserem Boss platt machen müssen, wahrscheinlich. Super. Weil der letzte Boss, der war ja auch nicht so schwer anscheinend. Jawohl. Oh, hi. Macht die einfach kaputt. Ruhig. Verdammt. Einer. Bams. Voll gejuckt. Und nochmal Bams. Und nochmal Bams. Voll Idiot. Da sehe ich schon wieder den nächsten. Blub, 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 Bams. Hi, na? Warum kommst du näher? Bist du eigentlich doof? Ja, du bist doof. 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 Ausgewichen. Ha. Jetzt kommt hier sogar. Bams. Kleinen Viecher. Ich hoffe wirklich, dahinter ist jetzt nicht ein Raum mit ganz vielen Gegnern. Kommt noch. Ich weiß es doch. Den Elefant im Porzellanladen. Bei Benke wird das auf jeden Fall passen. Ja, ich würde mal echt gerne in so einem Porzellanladen gehen und alles kaputt machen. Wird bestimmt voll Spaß machen. Ja, du nimmst dir einfach irgendeine, weiß ich nicht, eine Waffe, weiß nicht, so ein Knüppel oder irgendwie so, ein Baseballschläger und schlägst einfach um dich. Jedes Mal geht was kaputt, sehr schön. Ja, bestimmt voll geil. Ja, ein unheimliches Licht. Wahrscheinlich kommen jetzt Gegner. Nein? Okay, doch. Verdammt. Oh nee. Warte mal, du hast dein Dings voll, oder? Ja, geil. Bams. Nein, fast. Es muss schneller werden. Schneller, schneller, schneller. Jawohl, der war schnell genug. Sehr gut. Das Workout scheint sich auch zu zahlen. Bams. Man kann auch erstmal können mit so einem Knüppel umgehen, ne? Also Bogenschütze, verreckt bloß. Du auch.
So, das können meinetwegen alle gewesen sein. Bams. So. Wieder ist noch einer. Leck mich im Bogenschütze irgendwo, oder? Bams. Kann ich irgendwie so kombonen? Verdammt. Ja, kann ich, geil. Wieder kommen noch mehr. Boah, wer hat der gerade wieder welche? Boah. Da gerade wieder einer welche gerufen oder was? Boah, hier, wie die alle abgewehrt haben gleichzeitig. Versucht mal das hier abzuwehren, Bams. Der hat das sogar abgewehrt. Leck mich. Wie bleibt du bleibst die mir? Komm her. Ich glaube, Benke hat als einziger eine Waffe bekommen, die irgendwie besser ist hier, so von dem, weiß nicht, Attacken her. Ja, dann hat irgendwie so, ja okay, Shizune, Yoshitsune hatte auch gute Sachen. Was? Nur zwei? Und trotzdem ein Item bekommen, geil. So, jetzt kann ich ein bisschen mit Benke herumlaufen, weil wenn die niedrige AP haben, tun sich ihre Kamui wieder schnell aufladen. Weil das Investieren in Kamui-Punkte hier wieder vollkommen sinnlos macht, weil wenn man irgendwann genug HP hat, braucht man ja nicht mehr. Weiß ich nicht. Dann ist es ja wahrscheinlich, halt man mit niedrigen HP irgendwann schneller Kamui zurückbekommt. Aber jetzt kann ich auch als erstes da reingehen und... Oh. Na komm, machen wir das noch. Ich möchte jetzt nicht für jeden Kratzer hier zurückgehen. Oder mach mal den Weg hier hin. Bin ich dann gleich vor der Tür. So offscreen irgendwie, weiß ich nicht. Kommt näher. Boah. Komme ich irgendwie wieder zu dem Punkt zurück oder so. Ha, Schild kaputt. Was macht er jetzt? Wie springen Angriff. Bams. 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 Da ist schon wieder so ein Viech aufgetaucht, ne? Ja. Pff. Voll gegen die Wand geschleudert. Oh Mann. Komm näher. Mann, sind nicht so blöd. Oh, jetzt wieder was zum Löffel. Bam. Jawohl, ich hab die auf der anderen Seite getroffen. Oh. Hey, geil. Wie? So, wir sind natürlich jetzt hier. Was? Er war gerade nicht hier. Auch was? Ah, da macht Benke eben das Ding kaputt. So, steh auf. So, deine, er soll auch mal näher kommen. Und eben nicht. Aua. So, dann sind wir jetzt hier vor der Tür. Würde ich sagen, ich renne jetzt offscreen zurück zum Speicherpunkt, um mich zu heilen, und wir sehen uns dann nächstes Mal vor dieser Tür wieder. Gucken, was dahinter ist. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.